Guckst du schon ab? Ich habe noch draußen. Ganz ehrlich, ja, ich habe zwei Uhr. Wirklich, das ist ein Minuspunkt. Du, bei mir musst du wissen, ne? ich würde es ehrlich sagen. Ne? 1-0 für mich. Ich hätte es versucht, aber ich habe es nicht geschafft. 1-0 für mich. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Wie viel schaffst du? Unsere Gäste, Martin Preisel, Reini Ramftl. Schön, dass ihr da seid. Alles in Ordnung bei euch? Danke. Alles in noch. Schon ein bisschen angespannt, aber wir werden es gut drüber bringen. Wie ist das Duell so zwischen zwei Österreichern? Naja, geht immer Richtung Torhüter natürlich in der Regel. Ich sag, ich habe 3 Elfmeter und wer hat mehr 3 reinmachen? Kann man ein bisschen müde lächeln wahrscheinlich. Ne? Richtig. Fangen wir an. Regeln sind bekannt. Wir fangen an mit der ersten Kategorie. Nennt mir alle Bundesländer Österreichs. Du fängst an und sagst mir, wie viel schaffst du innerhalb von 30 Sekunden? Alle 9. Ich habe auch alle 9. Ja, aber er hat jetzt angefangen, ne? Vorleger, ja. wenn er es schafft. Ja. Aber jetzt müssen wir die Zeit eigentlich stoppen, wer es schneller schafft. Nee, ich habe angefangen. Das war eigentlich mein genau. Nachteil, aber... Eigentlich der Nachteil, eigentlich dann Schönheit vor Alter. Der Vorteil. Also, wir starten in 3, 2, 1, los. Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg. Dankeschön. Tja. War ein Geschenk. Noch nicht mal 10 Sekunden. Ja, aber das war ein Geschenk. Nein, das war kein Geschenk, das war einfach schlau. Die nächste Runde ist vielleicht für dich auch ein Geschenk. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Gucken wir nochmal, das gibt's ja gar nicht. Aber das konnten wir nicht. Jetzt kommen wahrscheinlich alle Bundesländer in Deutschland. Naja, da wirst du doch auch ein paar wissen, ne? 2. Hä? Du bist Wahldeutscher, informier dich ein bisschen über dein neues Land. Ja, ein bisschen mehr informieren. Naja, gut ist. Du fängst an. Wie viele Vereine, aktuelle Vereine aus der Premier League kannst du mir nennen? Innerhalb von 30 Sekunden. Kann ich jetzt kurz überlegen? Nee. Aber nur kurz. Sonst wird's ja langweilig. 12. 12. Wie viel schaffst du? 13. 13. Also kann ich jetzt auch noch sagen... Du kannst auch rein theoretisch 37 sagen, gibt's aber nicht. Na, 18 gibt's. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht. Ach so, Blödsinn, gibt ja 20. Vielleicht, man weiß es oder? Nicht. Ja, was habe ich gesagt? 13, ne? Ja. Ja, gut, logisch. Darf er machen. Ja, ehrlich? Okay. Wir starten in 3, 2, 1, go. Watford, Norwich, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, West Ham, Everton, United, Southampton, Leeds, Crystal Palace, und jetzt wird's eng, ne? Ja, da ist er! Da ist er! That's it! Es ist ja doch gar nicht so einfach. Nee, ne? Ist nicht einfach, aber ich habe mich getraut, ne? Der hat dann. Du, das will bei der Millionen. Und der will immer nur die Punkte machen, weil er halt drüber blöfft, aber ist gut, ne? Seine Zeit wird kommen, das haben wir schon bei der letzten Runde. Haben wir schon erlebt. Der Punkt ist schön, wenn du nichts machen musst. Du lieber mit Mut verlieren, als mit Angst gewinnen, ne? Pass auf, wahrscheinlich wird er jetzt wieder rumheulen und sagen, was für ein Schwanz. Ja. Vielleicht hast du jetzt einen Vorteil. Dritte Rubrik, dritte Kategorie. Nicht böse gemeint. Auch nicht, dass es irgendwie falsche Wunden weckt oder sonst irgendwas. EM-Kader. Österreich. Letzte Europameisterschaft. Wie viele Leute schaffst du? Wie viele Profis kannst du uns nennen, die in dem Kader waren? 15. 16. 17. Na, mach ich nicht. 17? 17 steht. Also von jetzt, von der diesjährigen Euro? Von der diesjährigen Euro
wer alles im Kader der österreichischen Nationalmannschaft stand. War ja die 23+3-Regel, 23 Feldspieler, 3 Torhüter. Also ich habe jetzt gesagt, 17. 17 von 26 muss ich raus. Ja, ausballern. Ja. Ne? In 30 Sekunden. Bin ich auch mutig, aber ich traue es mir zu. Ich bin gespannt. Also das ist schon mal, 17 ist eine Ansage. Alle bereit? Ja. Du auch? Denk mit, kontrollieren. Aber nichts sagen. 3, 2, 1, go! Bachmann, Schlager, Perwan, Alaina, Trimmel, Dragovic, Hinteregger, Lienhardt, Alaba, Ulmer, Baumgartlinger, Grilic, Baumgartner, Arnautovic, Kalajdzic, Gregoric und ja, jetzt habe ich ja noch, einen muss ich noch, ne? Schöpf. Mit dem Schalker Schöpf mache ich hier den Deckel drauf. Ja, Reinhold Ramftl. Wow. War gut. Hat er gut gemacht. War gut. Alter Schwede. War gut. Er hat sich gut vorbereitet. Ne? Was ist gut vorbereitet? Ja, positionstechnisch. Wie bist du durchgegangen? Also erst Torhüter, dann die Abwehrreihe. Und dann die Abwehrreihe, dann im genau. Mittelfeld. Dann habe ich schnell die drei Stürmer genau. Reingeballert. Ja. Und dann musste ich nochmal kurz im Mittelfeld nachdenken. Aber ich war... Das war gut. Ich war gut. Das war sehr. Ja, ich war echt gut. Richtig gut. Muss ich ja Lob aussprechen. Ja, danke. Nehme ich an. Reini, ich mag dich, aber so langsam muss mal was kommen, Kollege. Wenn ich es jetzt kann, ich trotzdem entscheiden. Hast du auch wieder recht. Pass auf, wir haben jetzt noch zwei Spiele. Ja. Eine muss ich gewinnen, dann genau, Tagessieg. Genau. 2-1 für dich steht's. Vierte Kategorie, Gegenstände in der Küche. Jetzt kann ich euch rein theoretisch auch die Zettel zeigen, die stehen hier nicht. Gegenstände. Also Utensilien. Also nicht, dass du jetzt sagst, irgendwie Elektrokabel, ja. Hochschrank, Kühlschrank, Herd, sondern was hast du da alles? Ach so. An Utensilien. So, was braucht man, um Sachen zu schneiden? Was gibt es alles für technische Geräte, um Gemüse zu verarbeiten? Und so weiter und so fort. Gibt's ja aber da hau ich dann österreichische Wörter aus. Die gibt's ja bei euch. Das ist für mich dann okay, das kann ich ja kontrollieren. Genau. Also, wenn du es auf Österreich rausballerst, werden wir danach das nochmal klarstellen, was das wirklich ist. Aber da kannst du dich auf mich verlassen, weil da werde ich auch österreichische Wörter verwenden müssen. Ich weiß ja gar nicht, was zum Beispiel. Ja, willst du uns jetzt einen Roman erzählen oder sagst du endlich mal was? Ich sag jetzt einmal 7. 8. Ah, süß, ne? 9. Jetzt fängt's an. Ja, das ist warst du schon mal in der Küche? Warst du überhaupt schon mal in der Küche? Nee, überhaupt nicht. Ne? Ja, alles gut. Der hat schon ein Kind. Der hat einen Vorteil. Ja, und ich habe eine Frau, die macht auch was, ne? Ja, ey. Ja, komm. Also Reinhold Ramftl sagt jetzt 9 Stück aus der Küche, ne? Ja. Das meint er tatsächlich erst. Ja, das meint er. 10, hallo. Ja, du hast mir ein bisschen Druck gemacht. Ich hoffe 11. Ja, 11 nehme ich noch. Bitte, there you go. Gar nicht so schlecht die Taktik, glaube ich. Jetzt schon, los geht's, ne? Bist du bereit? Nein. Na, was heißt noch? Na, darf er noch im Lexikon schauen, oder? Scheiße! Wir fangen an. Ja. In 3, 2. Aber eben eine Frage. Der sucht nach Wörtern jetzt, Bei Tellern darf ich zum Beispiel Suppenteller und so annehmen? Da bist du wahnsinnig, das was? Hat er ja gerade also, gesagt. Moment. Also es gibt ja 2 verschiedene Teller. Ja. Komme ich nicht mit kleinem Teller, großen Teller, das jetzt nicht, aber natürlich ist ein... Ein Suppenteller ist was anderes wie ein normales Teller. Eins, ja dann nehm es, mein Gott, von mir aus, nimm deinen Suppenteller. Wie viel habe ich gesagt? 10? 10? 9? 11, hast du gesagt. 11. 3... 2, 1, go! Gabel, Messer, Löffel, Suppenteller, Teller. Tick-Tack. Ruhig. Tick-Tack. Kartoffel. 10. Schäler. 6 hast du ja schon, ne? Ein. Was wäre noch gewesen? Thermomix. Das, ja, das kann ich annehmen. Na logisch. Ja, steht es in der Küche bei dir oder im Schlafzimmer? Genau, Thermomix. Genau. Also du warst ja schon auf dem richtigen Weg. Also du kannst ja auch
Ich hätte zum Beispiel auch Steakmesser gelten. Ja, nee. Genau, na klar. Pizzaschneider. Hätte es auch Reibe. Ich habe überlegt, ob ich 27 sage, aber ich wusste, du schaffst es ja nicht. Ja, ist so. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Muss man ja wirklich sagen.